unserem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Willkommen beim zweiten Teil von Geburtstag auf dem Kinderspielplatz. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie Tom, Lisa und Paul ein Wettrennen veranstaltet haben. Leider ist dabei ein Streit ausgebrochen. Ob die Freunde eine Lösung finden können? Tom versucht, den Streit zu schlichten. Hey, können wir uns nicht einfach vertragen und rutschen? Nein, mit dem spiele ich nicht, wenn er schummelt. Ja, und mit dir spiele ich erst recht nicht. Ich habe nämlich nicht geschummelt. Hey Paul, Lisa, seid doch nicht so. Wir sind doch befreundet. Ist doch egal, wer gewonnen hat, oder? Also ich gehe jetzt rutschen. Stimmt eigentlich. Aber schummle nicht noch einmal, okay? Okay, Frieden. Puh, da bin ich aber froh. Na dann kommt, lasst uns rutschen. Und yay, das ging aber schnell. Lisa, magst du als erstes oder soll ich? Komm, mach du ruhig. Yeah! Na los, Lisa, jetzt bist du dran. Okay, dann komme ich jetzt, ja? Wow! Wow, das hat ja total viel Spaß gemacht. Wartet, Jungs, wartet. Ich will mit nach oben. Oh nein, ein Windstoß. Ah! Alles in Ordnung? Wartet, Jungs, was ist denn passiert? Ich komme hinterher. Und, alles in Ordnung bei euch? Habt ihr den Wind gemerkt? Oh nein, ich habe meine Mütze verloren. Und dabei habe ich mich doch so über euer Geschenk gefreut. Die kann nicht weit sein. Die finden wir. Lass uns suchen. Oh Mann, das ist ja total ärgerlich. Aber nicht traurig sein. Wir finden die. Oh nein, ich habe mich so über euer Geschenk gefreut. Und jetzt habe ich es verloren. Lass nochmal genauer überall schauen. Sie kann doch gar nicht weit sein. Na klar, auf geht's. Nicht den Mut verlieren. Wir finden die schon. Genau. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte weitergeht und ob Tom sein Geschenk wiederfindet? Dann klickt auf das kleine Video unten im Bild. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Vorschläge für neue Geschichten habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und gebt uns einen Daumen hoch. Bis bald, euer Pandido-Kanal.